Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanagement-Interessierten. Heute möchte ich über die dritte Liga sprechen. Denn die dritte Liga hatte ähnlich wie die Bundesliga bzw. die DFL auch eine Taskforce. Und während sich die DFL-Taskforce mit der Zukunft beschäftigt hat, hat die dritte Liga gemerkt, dass sie ein bisschen unwirtschaftlich ist. Andreas Rettig, der gerade für die Geschicke bei Viktoria Köln verantwortlich ist, bringt es so auf den Punkt oder sagt es mehr oder weniger so, dass die Clubs alle halbtot sind, scheintot. Das heißt, sie existieren zwar noch, aber es ist so schwierig, in der dritten Liga rentabel zu arbeiten, dass es eigentlich, also er sagt, es ist eigentlich nicht möglich. Und das sieht man auch an den Berichten der Jahresreports von der dritten Liga. Und dementsprechend haben sie jetzt eine Taskforce gegründet gehabt. Die hat dann schön getagt, hat versucht, Erkenntnisse zu gewinnen und Lösungen zu finden. Und diese Lösung möchte ich jetzt einmal vorstellen und dann überlegen, inwiefern die Lösungen positiv sind und inwiefern die Lösung vielleicht das eine oder andere Fußballunternehmen bevorzugen und wie sie den Wettbewerb vielleicht ein bisschen verändern. Das Erste, was die gemacht haben, ist, die haben die Mindestkapazität halbiert. Das heißt, vorher war es so, dass jedes Stadion, oder bis 2023 ist es so, dass jedes Stadion, was in der dritten Liga verwendet wird, 10.000 Plätze braucht. Gemixt, aufgeteilt natürlich wieder in Sitz- und Stehplätzen, aber 10.000 war Minimum oder ist Minimum bis 2023. Und ab da ist 5.000 Platz, sind 5.000 Plätze Minimum. Und das Zweite ist, dass es höhere Auflagen zum Thema Eigenkapital gibt oder geben wird. Wenn einer der Fußballunternehmen negatives Eigenkapital hat, was einige haben in der dritten Liga, dann ist dieses Fußballunternehmen verpflichtet, in diesem Jahr, in diesem Geschäftsjahr, 5%, um 5% das Eigenkapital zu verbessern. Gelingt es dem Fußballunternehmen nicht, drohen Punktabzug, ich glaube, bis zu 3 Punkte. Dann das Dritte geht auch um die Finanzen. Da geht es nämlich ums Financial Fair Play. Bis jetzt war es so, wer verstoßen hat, wurde halt nicht belohnt und wer sich dran gehalten hat, wurde irgendwie belohnt. Jetzt machen sie es so, oder ab 2023 machen sie es dann so, dass die Belohnung sich vergrößert, weil die Fußballunternehmen, die sich nicht dran halten, nochmal mit einer Geldstrafe belegt werden. Und dementsprechend der Topf der Belohnung wachsen wird. Und dementsprechend ist es quasi eine doppelte Schädigung für das Fußballunternehmen, welches sich nicht an Financial Fair Play hält. Der nächste Punkt betrifft die Infrastruktur. Und da haben sie jetzt gesagt, dass das Flutlicht ein bisschen heller scheinen muss. Ich glaube, von 800 Lux Mindestanforderungen wird es hochgehen auf 1000 Lux. Kenne mich technisch damit nicht aus, wie kompliziert das ist, aber ich glaube, so extrem groß ist der Aufwand da dann nicht unbedingt. Und der letzte Punkt, da was beschlossen wurde, war, dass jedes Fußballunternehmen dreimal im Jahr einen Fan-Dialog machen muss und dafür einen hauptamtlichen und zusätzlichen hauptamtlichen Fan-Beauftragten einstellen muss. Und ich weiß jetzt nicht, was die Konsequenzen sind, wenn man keinen hauptamtlichen Fan-Beauftragten hat oder wenn man sich von dem vielleicht kurz nach der Lizenzvergabe trennen würde, weil der noch in der Probezeit ist oder was weiß ich.
Da gibt es bestimmt einige Möglichkeiten, wie man das Gehalt oder ja, wie man das Gehalt sparen kann, beziehungsweise auch gering halten kann. Aber dazu möchte ich natürlich nicht anhalten, sondern es ist natürlich auch wichtig, dass die Fußballunternehmen in Austausch mit ihren Fans gehen. Dieses ganze System wurde von einigen gelobt als und es wurde gesagt, man dürfe nicht mehr darüber diskutieren, in Zukunft, ob das gut ist für die dritte Liga, weil das war ja das Ziel der Taskforce, dass am Ende darüber nicht diskutiert wird. Und das andere Argument, was da auch genannt wurde, war, dass es jetzt extrem gut ist für die dritte Liga. Und natürlich lobt sich die Taskforce dafür, dass das jetzt verabschiedet wurde. Ein paar Sachen sind noch ungeklärt, aber da werden die sich zusammensetzen und bestimmt tolle Lösungen kreieren. Jetzt muss man sich das ganze Paket aber mal anschauen. Wenn ich mir es angucke, die dritte Liga ist ja zusammengesetzt aus Traditionsvereinen wie Kaiserslautern, MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig und ein paar Newcomern wie ein Viktoria Köln, wie ein Fair, wie ein Mannheim, die sind noch relativ jung in der Liga wieder. Oder ein Saarbrücken ist ja jetzt auch aufgestiegen. Und was man jetzt gemacht hat, ist, man hat gesagt, man reduziert die Mindestkapazität im Stadion von 10.000 auf 5.000. Das führt aber dazu, dass die kleinen Clubs, die kleinen Fußballunternehmen, wie selbst in Saarbrücken haben, also es haben ja alle schon eigentlich ein großes Stadion, mit Ausnahme von Uerdingen hätte ich jetzt gesagt, die aber nicht mehr in der dritten Liga sind. Also es haben eigentlich alle, es kommen mit den Anforderungen klar. Aber was man auch häufiger hört, dass der eine oder andere auf den Aufstieg in die dritte Liga verzichtet hat von den Regionalligisten. Jetzt ist es höher wahrscheinlich, oder jetzt steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Regionalligist sagt, boah, nehmen wir mal mit, gucken wir uns an, weil die Auflagen sind für uns relativ einfach umsetzbar. Das war vorher halt dann nicht der Fall. Aber wenn wir uns jetzt genau die Traditionsclubs angucken, die auch noch meiner Ansicht nach große Managementfehler begehen, indem sie sagen, ja, wir sind der erste FC Kaiserslautern, wir waren 1950 in der Bundesliga, wir waren 2000 Mal in der Bundesliga, und eigentlich gehören wir da wieder hin. Das ist die Kommunikation, die sie im Management wählen. Und dementsprechend müssen ihre Handlungen auch das Risiko in Kauf nehmen, wieder aufzusteigen. Sie müssen die Chance für den Aufstieg muss alleine aufgrund ihrer Kommunikation schon so hoch sein, dass ein Scheitern eher unwahrscheinlich ist. Damit die aber so eine Mannschaft zusammenstellen können, müssen sie extrem überdurchschnittlich hohe Gehälter zahlen und müssen dann auch gucken, wie sie damit haushalten und oder müssen das dann finanzieren. Und wenn das dann aber schief geht und es geht seit Jahren schief, ja, Braunschweig war jetzt kurz in der zweiten Liga, aber grundsätzlich geht es seit Jahren schief bei Kaiserslautern, bei 1860, beim MSV Duisburg. Also es könnten ja nur drei aufsteigen und das führt dann dazu natürlich, dass sich die wirtschaftliche Lage der Fußballunternehmen deutlich verschlechtert. Und jetzt kann man sich das relativ zügig mal so, könnte man so eine Spirale kreieren, sage ich mal, so eine Abwärtsspirale. Fußballunternehmen, ich nehme mal Kaiserslautern, stellt sich hin und sagt, ja, wir sind ja eigentlich Bundesligist. Wir sind gerade seit 20 Jahren zwar nicht mehr in der Bundesliga, aber eigentlich gehören wir da ja hin. So,
Jetzt sind sie in der dritten Liga und kommunizieren weiter so. Und jeder, der da neu kommt, kommuniziert so. Egal, ob es ein Trainer ist, egal, ob es ein Manager ist. Jeder sagt, ich weiß, dass der Kaiserslautern ein Riesenclub ist und die wollen natürlich zurück. Und die Fans wollen natürlich zurück in die Bundesliga. Und ich werde alles tun, um das machbar zu machen, um es zu realisieren. Das heißt, alles tun heißt, sie gehen Risiko ein. Meinetwegen haben sie schon ein, eventuell haben sie schon ein negatives Eigenkapital, vielleicht auch noch nicht, dann würden sie vielleicht sagen, boah, jetzt so, wenn wir aufsteigen, dann ist es ja eh egal mit dem negativen Eigenkapital. Also wir machen alles oder nichts, gehen ein bisschen negatives Eigenkapital. So, dann haben sie ein negatives Eigenkapital, dann natürlich alle wieder entlassen, weil einmal im Jahr muss man ja die Führung wechseln als Traditionsclub, damit jeder der Stadt dann auch mal irgendwie in der führenden Position ist. Also jeder, der in der Stadt wohnt, muss natürlich einmal eine führende Position in dem Fußballunternehmen haben und darum muss mindestens einmal der Trainer getauscht werden, Vorstand, Sportdirektor und so weiter, möglichst alle einmal austauschen. Und wenn man das dann gemacht hat, also dann kommt jedes Mal wieder, ja, jetzt wird aber alles positiv, jetzt wird aber alles positiv, irgendwann negatives Eigenkapital. So, dann kommt die erste Regel. 5% Eigenkapitalverbesserung. Ja, wäre möglich, aber dafür muss der gesamte Club anders kommunizieren. Da das aber von den Fans nicht gewünscht ist und von der Presselandschaft, von der Medienlandschaft nicht gewünscht ist, fühlen sie sich dazu nicht in der Lage. Folge, die Verantwortlichen reden wieder über die zweite Liga. Kaiserslautern schafft es wieder nicht. Bleibt noch in der dritten Liga, alles gut, also alles in Ordnung, aber führt natürlich dazu, dass sie jetzt vielleicht die 5% Eigenkapital nicht erhöht haben, es nicht verbessert haben oder vielleicht nur 2,5%. Und dann muss der DFB reagieren und sagen, ja gut, Affen sind lernfähig, ihr kriegt 3 Punkte abgezogen. Und da bin ich ehrlich, habe ich meine Zweifel dran, dass der DFB das durchziehen wird, weil gesagt wurde, es ist für die Vermarktung wichtig. Und wenn ich mir jetzt die Vermarktung aber anschaue und das Vermarktungspotenzial von einem Kaiserslautern, die mit einem Mythos in einer Marke agieren können und das vergleiche mit Netten, die kleinen Drittligisten, dann muss ich sagen, ein Kaiserslautern hat selbst in der vierten Liga mehr Strahlkraft und dementsprechend auch ein höheres Vermarktungspotenzial. Aber die werden jetzt dadurch geschwächt. Und dadurch, dass sie auch die Infrastruktur haben, die jetzt mit einem riesen Stadion am Betzenberg, war das nicht sogar ein WM-Stadion 2006? Also ein riesen Kessel und sie brauchen aber nur 5.000. Führt dazu, dass die Kosten für die Instandhaltung, müssten sie ertragen, hoch bleiben. Und während es bei den anderen genauso hoch ging, weil sie ja oder zumindest mit 10.000 hochging, geht es jetzt für die anderen runter, weil sie ins Stadion gehen, weil sie vielleicht sogar in ihr Heimstadion zurückgehen können, was kleiner ist. Sie können vielleicht sogar ein bisschen was abbauen, wenn nötig. Und für Kaiserslautern bleibt es aber gleich hoch. Und da sie ja von der ersten Liga träumen, können sie auch nicht sagen, so, dann überlegen wir bauen mal was ab oder so, sondern es führt dazu, dass sie halt diese hohen Kosten tragen müssen. Und dementsprechend, wenn ich jetzt ein bisschen in die Zukunft gucke, mal ins Jahr 2030, 2023 wird es eingeführt, dann sehe ich eine komplett veränderte dritte Liga. Da sind dann nicht
Da sind dann die Absteiger der zweiten Liga drin, die aber schon, weil sie ja nicht mit dem Abstieg rechnen, eher Richtung vierte Liga taumeln, aufgrund Punktabzug, aufgrund, dass sie einen Kader haben, der viel zu teuer ist für die zweite Liga und das alles nicht, für die dritte Liga und das alles nicht schnell genug zusammenstauchen können und reduzieren können, dass sie in ihren normalen oder in gesunden Verhältnissen leben können. Und wenn sie dann einmal nicht direkt wieder aufsteigen, dann sehe ich dann eine große Gefahr, dass sie dann halt auch relativ zügig in der Regionalliga landen. Und die Traditionsclubs, für die wird es natürlich noch viel schwieriger, aufgrund deren aktueller Situation, dann die Liga zu halten, beziehungsweise auch aufzusteigen. Und das wird langfristig dazu führen, dass wir eine dritte Liga haben, die mehr mit Regionalligisten geprägt ist, also die mehr mit jetzt Regionalligisten, als mit den Clubs, die eigentlich für die Marke dritte Liga, die für das Vermarktungspotenzial stehen. Aber dafür hat man sich jetzt entschieden. Ich muss sagen, ich finde neue Clubs immer interessant. Oder was heißt neue Clubs? Neue Clubs sind es ja nicht unbedingt, aber Clubs, die jetzt für mich neu auf dem Radar kommen, finde ich immer interessant. Aber für das große Vermarktungspotenzial ist es meiner Ansicht nach eher hinderlich. Natürlich, die Taskforce hat gesagt, der DFB hat sich geäußert, man soll nicht mehr darüber diskutieren. Jetzt ist es natürlich klar, dass ich darüber diskutieren möchte, weil ich es nicht für so sinnvoll erhalte. Und ich glaube, dass 2030 die dritte Liga noch mehr an Glanz oder bis 2030 die dritte Liga noch mehr an Glanz verlieren wird. Und was ich auch dramatisch finde, ist, dass der Gap zwischen zweiter und dritter Liga noch größer wird. Das heißt, wenn ich schon die Infrastruktur habe und ich eventuell noch minimal modifizieren muss als Eintracht Braunschweig wegen dem Videobeweis, wenn ich in die zweite Liga komme, dann hat die zweite Liga, kriegt ja noch größeren Stellenwert für mich und eine noch größere Anziehungskraft, anstelle, wenn ich in, keine Ahnung, 5.000 Plätze-Stadien spiele, die dann noch nicht mal ausverkauft sind. Und dann im Vergleich dazu in der zweiten Liga oder die Chance auf die zweite Liga. Und dementsprechend, ich habe nicht das Gefühl, dass der DFB die beschlossenen Maßnahmen konsequent umsetzen wird. Die einzige Lösung, die ich sehe für die Traditionsclubs, die ein negatives Eigenkapital haben, sehe ich als einzige Lösung, irgendwie an die Börse zu gehen, ähnlich wie es Unterhaching gemacht hat, mit dem Unterschied, dann möglichst nicht abzusteigen, um einfach nur eine passende Eigenkapital, die Eigenkapitalauflagen zu erfüllen und zu hoffen, dass es genug Traditionalisten gibt und dass es genug ehemalige Fans gibt, die 300, 400, 500 Euro überhaben und dem Club spenden würden. Nur dann können sie sich noch ein bisschen länger in der dritten Liga halten und dann müssen sie natürlich auch ihre Kommunikation anpassen, ihre Strukturen so anpassen, dass sie für die dritte Liga passen. Und meiner Ansicht nach hat das einfach nichts mit Professionalisierung zu tun. Im Gegenteil, ist es eher eine Amateurisierung, wenn man es überhaupt gibt, der dritten Liga. Und das ist schade, meiner Ansicht nach. Aber ich bin auch der Meinung, dass es, so wie es aktuell läuft, nicht weitergehen kann. Wobei ich da eher mit anderen Maßnahmen, an andere Maßnahmen gedacht hätte. Beispielsweise
einen maximalen Gehaltsetat für die gesamte Liga. Also jeder Fußballunternehmen darf nur einen bestimmten Gehaltsetat haben. So, dann könnte man, damit könnte man aktiv darauf einwirken, dass zum einen der Wettbewerb fair bleibt und zum anderen diese Anziehungskraft an die zweite Liga gar nicht so groß entstehen kann, weil der Gehaltsetat ja gedeckelt ist. Und weshalb man dann sagt, ja, mit diesem Gehaltsetat sind wir trotzdem oder gerade deshalb sind wir die Besten der Liga und werden aufsteigen. Da gehört schon viel dazu. Aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Mich interessiert deine Meinung. Was glaubst du, wie entwickelt sich die dritte Liga? Siehst du es ähnlich wie ich, dass es für die Traditionsclubs noch schwerer wird? Oder siehst du es vielleicht anders und sagst, die Traditionsclubs werden jetzt eh alle aufsteigen und dann wird es alles gut? Ich freue mich auf deinen Kommentar und auf unseren Austausch. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Das zeigt mir, dass du ein großes Interesse am Fußballmanagement hast. Und dementsprechend möchte ich dir jetzt noch ein kleines Angebot machen. Ich habe Anfang diesen Jahres, also Anfang 2021, die Fußballmanagement Online Akademie gegründet. In dieser Akademie sind schon einige Online-Kurse. Schau mal, ob dich da vielleicht ein Online-Kurs anspricht, der dich dann weiter nach vorne bringt. Wenn du weitere Fragen hast zu irgendwelchen Themen, komm gerne auf mich zu, schreib mir auf Instagram oder Facebook und ich freue mich auf deine Nachricht und ich wünsche dir viel Spaß bei den Online-Kursen. Die Online-Kurse findest du unter dem Link, der in der Videobeschreibung, den du in der Videobeschreibung findest. Ich freue mich, dich mit meinen Videokursen und natürlich mit dem Content auf YouTube und oder als Podcast, wenn du es als Podcast hörst, nach vorne zu bringen, sodass wir gemeinsam wachsen.